Herzlich willkommen zurück zu Elex. Ja, eine längere Aufnahmepause liegt hinter mir, aber ich weiß, dass wir hier drüben nochmal gucken wollten, was da so geht in der anderen Ruine. Liegt vergangener Zeiten, aber wir werden wahrscheinlich hier gegen das Viech kämpfen müssen. Oha. Und der ist zu hart für uns. Oder? Okay, er ist auf jeden Fall machbar. Und er interessiert sich nicht mehr für uns. Okay, leicht ist wirklich relativ leicht geworden. Aber gut. Es gibt ein bisschen Erfahrung. Und ja, irgendwie sind wir schon wieder ganz schön angeglitscht. Ist das Gift? Speichern. Ja, es ist Gift. Es ist Gift. Okay, in dieser Ruine ist es giftig. Ja, fantastisch. Oben auch? Oder kann man hier... Ja. Hier ist es einfach giftig. Heftig. Ich weiß schon, warum ich vorher gespeichert habe. Okay, also diese Ruine besteht aus Gift oder liegt in einem Gifttempel hier. Schade. Da ist auch wieder irgendwas Viechmäßiges. Dann gucken wir uns das doch mal an. Ist das ja eigentlich Setzerbrot? Ja, das müssen wir sammeln. Das ist wichtig, Peter. Ihr werdet doch sehen, warum. und das hört sich nicht sehr gesund an. Ich weiß nicht, ob das jetzt Vögel sind. Nein. Kranke Pestratten. Vielleicht sollte ich auch mal heilen und so, ne? Vielleicht jetzt nicht die schlechteste Idee. Wieso habe ich kein Fleisch in der Schnellleiste? Das sollten wir dringend ändern. Wo ist das Fleisch? Wie gesagt, lange Aufnahmepause. Ich bitte, das hier zu entschuldigen. Genau, dieser Würfel steht dafür. Und Fleisch, 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 Essen, 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 Essen. Gebratenes Fleisch haben wir relativ viel, deswegen kriegt das einen Quickslot. 6. Aber wir werden jetzt erstmal das Trockenfleisch essen. Könnte natürlich auch einen der vielen Heiltränke nehmen. Aber ich weiß nicht, solange wir Fleisch haben, können wir eigentlich auch Fleisch futtern, oder? Boah, gebratenes Fleisch ist einfach mal so viel besser als Trockenfleisch. Also das ist schon mal... ziemlich realistisch hier. Das muss erstmal reichen. Zur Not müssen wir nochmal pennen. Aber gut, gehen wir erstmal hier rein. Boah, Klopapier. Großer Elixitbeutel. Mensch. Lampe würde ich ja schon gerne eigentlich hier stehen lassen, tatsächlich. Hier gibt es schon mal viel zu holen. Schön. Sowas ist immer schön. Und das Medikamente, kann man die mitnehmen? Finde ich danach aus. Und dieses komische Glitzern, was so glitzerig klingt, beschreiben. Klingt fast so wie so ein Holocron bei Star Wars The Old Republic. Da ist man ja echt drauf geeicht, wenn man das viel spielt. Ich glaube, sowas gibt es. Drohlekons, sag ich. Datacons sind das, glaube ich. Genau, Datacons. Aber sowas gibt es hier natürlich nicht. Wildes Papierstück. Ach, siehst du, was ich nochmal machen wollte. Ich glaube, der Ton ist auch immer noch relativ leise gewesen beim letzten Mal, nachdem ich schon den Ton hochgedreht habe. Dann würde ich jetzt die Gesamtlautstärke einmal auf 100% anheben. Das hier ist gespeichert. Genau. Ihr seht, wir haben da ja noch so ein bisschen Optionen. Muss ich mir dann gleich nochmal anhören, ob ich jetzt damit zufrieden bin. Antitoxin. Ach so, Gegengift. Ah, hey. Ist natürlich gut für die Ruine, aber ich glaube, da gibt es dann später nochmal was Hilfreicheres. Ich glaube, da kommen wir jetzt mit zwei Antitoxin jetzt da, glaube ich, auch nicht weiter.
Ich kann es mir zumindest nur schwer vorstellen. Und damit haben wir diese Ruinen, soweit wie wir es können, abgehakt. Genau, oben waren wir ja schon. Da, aber da schon. Mit der Garage. Nee. Hier ist noch Wein. Den Raum hier vergessen. Seltsam. Und dann müssen wir natürlich noch mal auf dem Dach gucken. Da könnt ihr auch noch mal was zeigen. Das war zumindest in der Stadt so, in Goliath so. Ich habe übrigens ein sehr schlechtes Namensgedächtnis. Also wenn ich Namen falsch ausspreche, würde mir sie nicht mehr einfallen. Bitte ich das zu entschuldigen. Ja, und dann ist jetzt die Frage, was machen wir denn jetzt? Wir haben ja so ein paar Quests. Und da könnten wir eigentlich mal schauen, was wir da so gerade haben. Wir haben hier noch das alte Papierstück. Einladung. Wir wollen am Samstag bei schönem Wetter eine kleine Grillparty machen. Ihr seid natürlich herzlich mit eurem Sohn eingeladen. Liebe Grüße, Familie Sampson. Die Familie Sampson und Zettel mit Gruß. Alles Gute für meinen süßen Enkel. Der 14.3. ist eine ganz besondere Zahl. Hoffentlich gefällt dir der Inhalt des Päckchens. Liebe Grüße, Oma. Schön. Anleitung für kleinen Energiespeicher. Okay. Brauchen wir aber auch Chemie für. Haben wir nicht. So, was haben wir denn für Aufgaben? Hauptmission Gefährten und Edan. Wir gucken erstmal ein bisschen bei Edan. Ich weiß gar nicht, die Hauptmission. Kleiner Vorposten der Alps. Aber ich glaube, da sind wir noch nicht gut genug für. Refugium der Separatisten. Ich brauche bessere Ausrüstung, eine gute Raffwaffe und eine, ja, bessere Ausrüstung. Gestohlene Gerätschaften. Ja gut, das ist, glaube ich, alles noch sehr, sehr vage hier. Ich glaube, hier ist erstmal gar nicht so schlecht. Freibier wäre vielleicht was, aber da müssten wir natürlich jetzt wieder zurück. Essensnachschub für den aus dem verbotenen Wald, das können wir mal machen. Essensnachschub. Fragen wir mal nach, was denn da jetzt so los ist. Was ist denn das? Angrim, Cinder. Und zu Angrim? Zu Angrim, oder? Und ihr seht ja hier, wie riesig diese Karte hier ist. Hier kann man halt auch schon wieder die Städte ganz gut sehen. Also hier die Stadt der Kleriker. Und hier müsste die Stadt der Outlaws sein. Da müssen wir natürlich auch noch hin. Oder wir wollen natürlich hier mit Angrim sprechen. War doch richtig, oder? Ich soll mit Angrim reden. Ja, dann reden wir doch mal mit Angrim, aber dann können wir hier auch eigentlich eine Schnellreise hin machen. Ich werde die Schnellreise schon nutzen. Also, dafür ist sie ja da. Und ich denke, wir kommen hier trotzdem auch noch genug herum. Angrim ist hier. Oh, bei den Häusern habe ich jetzt ja mittlerweile ja doch so ein bisschen Angst. Nachdem, was letztes Mal passiert ist. Mal gucken. Was ist er denn? Im Haus wahrscheinlich. Krieger. Der wird hier sein. Gesundheit. Mal gucken. Riem. Der hat sich's hier aber auch schön gemacht. Und wen haben wir hier? Kriegerin, okay. Du bist schon der Dritte, der innerhalb kürzester Zeit unser Tor durchschritten hat. Es hat sich wohl herumgesprochen, dass wir den Alps erfolgreich die Stirn bieten konnten. Hoffentlich gehörst du nicht zu jenen, die Schwierigkeiten haben, sich unserer Lebensweise anzupassen. Ich werde dich deshalb im Auge behalten. Wahnsinnig, wie leuchtend hell der Bart hier ist. Ehrlich. Sollte ich dich kennen? Ja, das ist. Sollte ich dich kennen? Die Entscheidung überlasse ich deinem Verstand. Wenn du mehr Weitsicht besitzt als manch einer hier, dann wirst du die Antwort recht bald kennen. Was ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, ist, dass es klug von dir wäre, unser Gesetz zu verinnerlichen. Achtest du meinen Ratschlag, werde ich mich erkenntlich zeigen. Handelst du ihm zuwider, wird es Konsequenzen haben.
Wir haben schon genug Leute, die unsere Werte mit Geringschätzung strafen. Dabei ist es allein unserem Gesetz zu verdanken, dass wir bis jetzt überlebt haben. Meine Hingabe für das Gesetz ist mein Dienst an unserer Gemeinschaft. Meine Treue sichert das Wohl aller. Da ist aber sehr von überzeugt. Wir fragen ihn erstmal die grundlegenden Sachen natürlich aus und dann werden wir mal auf Sinn dazu sprechen kommen. Was macht dich so sicher, dass das Gesetz unfehlbar ist? Weil wir es aus gutem Grund beschlossen haben. Vor Jahrzehnten wurde uns offenbart, auf welchen Abgrund die Menschheit zusteuert, wenn wir uns nicht wieder auf unsere Wurzeln besinnen. Wir erkannten, welch faulen Einfluss das Elex und die Technik auf alles Leben haben. Darum ist unser Gesetz der Kern unserer Gemeinschaft. Die Luft, die wir atmen. Also hinterfrage es nicht und verändere es nicht. Dann bekommen wir zwei kein Problem. Ja, dann erklär uns doch mal das Gesetz, gegen das wir so sind. Erklär mir das Gesetz. Hör gut zu. Erstens, falsche Lehren oder Gerüchte zu verbreiten, steht unter Strafe. Zweitens, die Nutzung von Technik ist verboten. Alles, was an Technik geborgen wird, ist beim Schlund in die Hände der Werker zu übergeben. Drittens, Setzlinge sind heilig. Sie zu zerstören oder sonst zu schädigen, ist strikt untersagt. Viertens, Mana darf nicht vergeudet werden. Die Gewinnung ist schwierig und duldet keine Fehler. Fünftens, freien Menschen ist Schutz zu gewähren. Zu guter Letzt weise ich dich darauf hin, dass nur Berechtigten der Handel erlaubt ist. Wenn du also auf der Suche nach nützlicher Ausrüstung bist, wirst du unsere Händler aufsuchen müssen. Was passiert mit denen, die sich nicht daran halten? Die meisten werden verbannt oder erleiden den Tod. Wir können uns in dieser Hinsicht keine Schwäche erlauben. Wenn die Saat bereits faul ist, kann nichts Gutes daraus erwachsen. Was macht die Berserker aus? Wir bedienen uns der Kraft der Natur und lehnen Technik rundheraus ab. Denn die Technik kann uns nichts geben, was wir nicht schon haben. War diese Welt einst eine leere Einöde, bringen wir sie wieder in Form. Um es klar auszudrücken, wir sind die Zukunft der Menschheit. Also an Selbstvertrauen mangelt es ihm mal überhaupt nicht. Genau, wie sieht er denn jetzt die anderen Gemeinschaften? Wahrscheinlich hasst er sie abgrundtief. Wie stehst du zu den anderen Gemeinschaften? Gemeinschaften? Meinst du etwa diese streunenden Hunde der Wüste? Das Pack schimpft sich Outlaws. Und genau das sind sie auch. Gesetzlose Wegelagerer, die nur sich selbst im Sinn haben. Und die Kleriker beten einen Gott an, der nur Tod und Zerstörung bringt. Sie leben auf kargem Fels. Und wir sind alle besser dran, wenn sie dort bleiben. Leider werden in letzter Zeit immer mehr von ihnen außerhalb ihrer Heimat gesichtet. Oh, was aber auch. Was stört dich daran? Eine ganze Menge. Das eigentliche Problem liegt darin, dass sie ihre Reihen mit neuen Rekruten aufstocken. Noch sind sie uns an der Zahl unterlegen. Aber wer weiß, wie lange das noch der Fall sein wird. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist bereits jemand unter uns, der ihre falsche Lehre verbreitet. Jemand müsste dem Ganzen ein Ende setzen, bevor sich unsere eigenen Leute gegen uns wenden. Oh, den haben wir getroffen, den Kleriker. Was können wir denn da sagen? Wegen des Klerikers. Aber wir sind doch ganz gut mit dem. Bestimmt können wir dem sagen, ja komm, geh mal. Übertrage mir diese Angelegenheit. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Warum solltest ausgerechnet du das schaffen, woran sich der halbe Eisenclan die Zähne ausgebissen hat? Weil ich weiß, wen du suchst. Bist du dir sicher? Falsche Anschuldigungen sind eine schwere Sache. Ganz sicher. Ich bin hier bereits einem Kleriker begegnet. Dann hat sich diese Ratte hier lang genug eingenistet. Ich will ihn tot sehen. Und du wirst das unverzüglich erledigen.
Ja, mal gucken, ob wir das auch anders lösen können. Wir fragen erstmal nach einer Aufgabe und dann sprechen wir mal die gute Sünde an. Hast du eine Aufgabe für mich? Wenn du unsere Regeln verinnerlicht hast, gibt es etwas, bei dem du mir helfen kannst. Also nicht. Wir lügen hier natürlich dreist. Das habe ich. Gib mir die Aufgabe. Am Schlund wirst du die Hütte des Werkers Jora finden. Dort befindet sich seit kurzem eine defekte Elex-Waffe. Ich will, dass du sie mir bringst. Okay, können wir machen. Mal gucken, ob wir das machen. Vielleicht nicht. Können wir den auch dem Kleriker geben? Vielleicht können die Outlaws ja auch was damit anfangen. Mal gucken. Verstanden. Gut, ich erwarte dich bald zurück. Wenn du sonst noch Fragen hast, sprich mit Jora. Geh nun. Nein, ich hab... Angrim, ich hab doch noch eine Frage an dich. Ich kann doch nicht gehen. Sindar schickt dich. Sindar? Geht es um die Nahrungslieferungen aus dem Wald? Ja, sie sagt, es wird nicht mehr geliefert und lässt fragen, was da los ist. Hat Jora denn nichts gesagt? Verdammt nochmal, den werde ich mir wohl mal zur Brust nehmen müssen. Ja komm, Jora interessiert uns nicht. Was ist jetzt mit den Lieferungen? Ich habe Jora damit beauftragt, zu Sindar zu gehen und ihr alles zu erklären. Anscheinend hat er sich nicht an meine Anweisungen gehalten. Wie dem auch sei, um Jora kann ich mich später kümmern. Es werden keine Lieferungen mehr kommen. Meine Leute sind im Wald gestorben. Sie wurden von einem Unhold überrascht. Das ist natürlich dramatisch. Überleben 2 haben wir nicht. Oh. Dann sende doch neue Leute. Ja, genau. Also, da sind dann einmal welche nicht angekommen und schon will er die ganzen Leute da hinten verhungern lassen. Dann entsende doch neue Leute. Vergiss es. Ich werde nicht noch mehr meiner Männer in den Tod schicken. Sindar wird neue Leute finden müssen, die für sie die Drecksarbeit erledigen. Der Eisenclan wird sich nicht nochmal in Gefahr begeben für ein bisschen Fisch und Fleisch. Sag ihr das. Okay. Dann werden wir ihr genau das sagen. Der Eisenclan ist feige. Das werden wir ihr ausrichten. Wenn man sowas denn sagen kann. Unfassbar. Und was will Berserker sein? Na gut, er war ein sehr von sich überzeugter Berserker. Ja, ich bin die Zukunft des Clans, aber ich schicke keine Leute, um meine Leute am Leben zu halten. Oh je, ob das gut geht. Ob das gut geht. Ob das gut geht? Nein, geht nicht gut. Oh. So ein bisschen geht's gut. Hätte gedacht, wir sterben. Tja, komme ich aus dem Wasser eigentlich auch wieder raus? So, wir gucken mal, was ist denn hier eigentlich am Wasserfall? Hinter Wasserfällen sind doch immer Sachen, oder? Auch hinter diesem Wasserfall gibt es hier Geheimnisse. Nur eine nackte Felswand. Wie enttäuschend. Wo führt der Fluss eigentlich hin? Das wäre ja auch nochmal interessant zu wissen. Aha. Wird sogar automatisch gespeichert. Ob das so ein gutes Zeichen ist? Ja, komm. Wir wollen zu Sindar. Wir wollen zu Sindar. Oh. Wir müssen jetzt erstmal wieder warten hier, bis sich der Jetpack mal wieder ein bisschen auffüllt. Ich weiß nicht, kann man das später auch noch verbessern? Das braucht ja doch ganz schön lang. So lange hatte ich das gar nicht mehr in Erinnerung. Aber gut. Oh, voll. Ja, wir sind oben. Wir sind oben. Hier wollten wir auch hin, oder? Zu Sindar, genau. Wundert mich nur halt, dass es hier orange ist und auf der Karte gelb. Da. Da sind wir, ja.
Ich habe mit Angrim gesprochen. Und? Wann bekomme ich wieder meine Lieferungen? Gar nicht. Deine Lieferanten sind tot. Tot? Das darf doch nicht wahr sein. Tja. Wie soll ich meiner Arbeit nachgehen, wenn auf niemanden mehr Verlass ist? Ja, geh doch selber. Warum gehst du nicht selbst? Vergiss es. Dafür habe ich keine Zeit. Außerdem werde ich alleine wohl kaum etwas ausrichten können. Es gibt nur eine Möglichkeit. Einer der anderen Clans wird mir helfen müssen. Bitte geh für mich zu den Nebelkrähen und zum Hammerclan und frag nach, ob sie mich unterstützen können. Am besten wendest du dich an ihre Anführer, Ragnar und Cormac. Okay. Okay. Wundert mich gerade, dass wir tatsächlich da vielleicht drumherum kommen. Gut, wahrscheinlich nicht. So, wir haben Level Up. Das machen wir auf jeden Fall noch. So, ich möchte ja gerne ein bisschen Persönlichkeit lernen. Und dazu möchte ich natürlich erstmal schauen. Persönlichkeit. Was man hier so braucht dafür. 10 sofort zusätzliche Attributspunkte. Das ist eigentlich gar nicht so blöd. Mehr Erfahrung für getötete Feinde ist eigentlich auch nicht blöd. Lesen ist auch nicht blöd, glaube ich. Mehr Erfahrung durch Missionen, das ist auch nett, aber da kommen wir noch lange nicht hin. Falscher kommen wir noch nicht hin. Kampftheorie, Überlebenstheorie. Persönlichkeitstheorie, erhöhe dein Persönlichkeitswert. Okay. Das ist nett. Advokat. Zahle weniger für deine Verbrechen. Schwache, tiefere greifen dich nicht mehr an. Waren nicht letztes Mal hier noch total tolle Sachen? Persönlichkeit? Irgendwie nicht so richtig. Gut, aber die mehr Erfahrungen sind natürlich nett. Ansonsten ist es natürlich echt schön, jetzt die Attributspunkte zu bekommen. Das heißt, wir müssten jetzt alles in Gerissenheit packen. Alles in Gerissenheit. Soziale Kompetenzen, das machen wir jetzt einfach mal. Könnte auch total blöd sein. Ist mir jetzt egal. Wir machen das. X. So. Und dann werden wir jetzt unseren ersten Lernpunkt ausgeben. Das wird ja auch mal Zeit. Bring mir etwas bei. Natürlich. So. Und jetzt können wir Attributspunkte uns holen. Kostet uns 500. Wir brauchen diese Punkte dafür, ja. Pam. So, jetzt haben wir Attributspunkte. Das können wir natürlich dann auch nochmal steigern. Und dann könnten wir uns halt diese Erfahrungssachen holen. Vor allem das für Missionen finde ich super. Aber da brauchen wir 50 Intelligenz. Wir können natürlich diese 10 Punkte jetzt komplett in Intelligenz ballern. Aber wenn wir jetzt diesen Weg würde ich schon ganz gerne gehen, glaube ich. Es ist halt alles, was... Oh, alles viel Intelligenz. Immer dieser Technikkram. Furchtbar. Natürlich auch interessant, was man Stärke zu ballern, aber... Also das würde man, glaube ich, normal machen. Aber mich interessiert das jetzt hier. Dauerhaft Mana oder Psi-Pferdkraft. Aber eigentlich braucht man denn nochmal für die... War das jetzt eigentlich schlau? Was braucht man denn nochmal für die Outlaws? Was war da so? Aber auch Intelligenz, ne? Diese Persönlichkeit. Outlaw. Aber auch hier ist Intelligenz durchaus nicht schlecht, aber hier ist auch viel, ist eigentlich alles mit dabei. Also man muss schon alles irgendwie ein bisschen hochbringen. Konstitution ist der Hauptwert. Ah, okay, das ist Konstitution. Nee, dann haben wir die in Konstitution. Wobei, da haben wir schon 20. Intelligenz oder Konstitution? Also eigentlich fände ich es halt total cool, wenn wir in Persönlichkeit ein bisschen was reißen und wir werden hoffentlich noch ein paar Punkte bekommen. Und so bald werden wir auch nicht Outlaw werden. Komm. Wir hauen das jetzt in Intelligenz. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, das ist halt... Wobei man... Komm. Ja, komm. Wir machen das jetzt. Daneben. Zack. Zu spät. Weil man natürlich auch hätte sagen können, die Konstitution, da ist doch dann bestimmt sowas hier total gut für. Ja, wir hätten Konstitution ballern sollen.
Ah, die Sachen sind auch gut. Ah, das ist besser. Ich hätte es in Konstitution tun sollen. Dann hätte man hier überleben. Die ganzen Resistenzen, das wäre eigentlich noch besser gewesen. Ja. Egal. Egal. Ich glaube, es ist trotzdem nicht schlecht. Dann können wir sowas wie Falscher noch lernen. Geld braucht man auch immer. Wir können jetzt hier sowas wie Advokat lernen. Das ist eigentlich ziemlich doof. Gefährten können wir noch besser machen. Das ist schon nicht völlig verschenkt gewesen, glaube ich. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann mit den beiden Clanführern sprechen. Bis dann.